Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, diesmal gehen wir zur Adventure Southside, eine Messe in Friedrichshafen. Und ich gebe euch einfach kurz einen Überblick über das ganze Messegelände. Vielleicht erkennt der ein oder der andere sein Fahrzeug wieder bei diesem Durchgang. Also viel Spaß beim Schauen. Die Batterien sind weg, ich bin momentan 200 Kilogramm leichter und ich muss mit 40 Amperestunden von der Starterbatterie momentan auskommen, seit etwa 6 Tagen. Ja, am Tag ist das kein Problem, in der Nacht darf ich nicht allzu viel verbrauchen, damit der Kühlschrank immer schön kühl ist. Ja, und jetzt bin ich unterwegs zur Adventure Southside, auf die Messe gehe ich und ja, da kriege ich dann Ersatzbatterien. Ihr seht es gleich. So, das erste, was wir machen, wir gehen gleich mal zum Dani. Der hat nämlich, da ist er, die Ersatzbatterie für mich. Lithiumbatterie. Starker Mann, der ist auch gerade an der Wasserquelle. Da reinkommt es. Ja, wunderbar. So, 500 Liter Wasser getankt und jetzt geht's rein zu den Ausstellern. Ich hoffe, ich bin da richtig. So, hat geklappt. Ich bin jetzt mal im Gelände, jetzt suche ich mir ein Plätzchen. So, ich bin also hier drin im Messegelände und habe hier parkiert. Und jetzt muss ich ganz erstmal das Fach leerräumen, um die Ersatzbatterien reinzumachen, damit ich endlich wieder Strom habe. So, die zwei Batterien sind drin. 200 Amperestunden ist ein Provisorium. Aber sie halten. So, jetzt sieht man es besser. Brett weggenommen. Tipptopp. Kabel ganz kurz, nicht allzu dick, aber ich kontrolliere dann noch, wenn ich voll belaste, ob da irgendwas warm wird, aber das ist für etwa eine Woche. Ein nettes, schönes Grüppchen hat sich hier eingefunden. Wir sind, glaube ich, sicher 15 Leute. Ja, der erste Abend ist jetzt bereits vorüber und morgen geht's los. Der Zeppelin lässt grüßen, es ist morgen früh, es fühlt sich langsam, Freitagmorgen früh, hier auf der Messe in Friedrichshafen. 10 Uhr ging es auf, wir kriegen schon mächtig, reichlich Besuch, da sind ein paar von Herisau, dann der Feige aus der Türkei, aus dem Erdbebengebiet, kennt ihr vielleicht vom letzten Video, aber nur von hinten. Ja, hier stehen wir, da drüben ist Benny, Christian und Sibylle und andere. Ja, interessante Messe hier und ganz viele Besucher, viele kommen und ich freue mich richtig. Jeder darf kommen und ja, jetzt sehen Sie mich mal live und es ist einfach wunderschön und einfach mal euch auch so zu treffen, ganz viele und ja, ich grüße euch alle, die jetzt hier waren und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Jetzt sind live drauf. Sag das nochmal. Sag nochmal. Ich will die Mikrowelle. Er will eine Mikrowelle und sie sagt, du kriegst keine Mikrowelle. Setz sie mich schon durch. So, war ein langer Tag. Jetzt ist Abend. Die Messe ist zu. Und jetzt fahre ich mal mit euch durch das Camp, wo die Messebesucher sich aufhalten, mache ich einen Schnelldurchgang. Der ein oder andere wird sich vielleicht erkennen, der hier ist, sind nicht ganz viele Besucher gekommen. Und jetzt schauen wir mal, einfach mal überall ein bisschen rumfahren. Und damit es nicht langweilig wird, natürlich mit dem Bike.
Jawohl, also. So, das war der erste Teil des Camps. Jetzt gehen wir mal woanders durch. Ah, es sind viel mehr da wie vor 2 Jahren, als ich schon mal hier war und gefilmt habe. Also sogar Wohnanhänger. So, die Polizei ist sogar da. Keine Ahnung, was die wollen. Uns egal. So, und jetzt kommentiere ich es nicht mehr, aber jetzt läuft ein bisschen Musik.
meine Handschuhfachklappe ist der Plastik abgebrochen und dieser Herr von der Firma Schwanheimer Industriekleber, der hat Topkleber und der macht mir jetzt das hin mit Verstärkung mit seinem super Kleber hier. Wenn ihr also mal Plastik kleben müsst, dann seid ihr hier sicher an der richtigen Adresse. Keine 5 Minuten und schon fertig. Das Ding ist super bearbeitet. Hält bombenfest, besser wie neu, schätze ich mal, oder? Super. Danke. Gerne. Noch einen kleinen Eindruck von der Halle, wo die ganzen Teile verkauft werden. Also die Kabinen von Gecko Car gefallen mir eigentlich am besten. Stylistisch, muss sagen, voll angepasst an das Fahrzeug, windschlüpfrig. Was machen die gut, die Jungs? Das ist der Markus mit seinem Freund und er ist Erfinder. Der Kerl da hat nämlich eine, sag mal, Longshower erfunden. Mit diesem Gerät kann man nämlich duschen. Und zwar in der Mitte mit demselben Wasser. Das zirkuliert einfach durch dieses Maschinchen. Und so könnt ihr mit wenig Wasser eine halbe Stunde oder wie lang auch immer duschen. Hä? Und wenn ihr mal eins braucht, ja, da seht ihr die Homepage. Und Frischwasser oder Kreislauf. Duschen auf Knopfdruck. Man beginnt im Kreislauf, ja, kann da auch Shampoo verwenden da drin. Es kommt wieder oben raus unter schönen warmen Shampoo-Regen, sich einschamponieren. Und dann ganz zum Schluss, wenn man das alles loswerden möchte, das Schmutzwasser, drückt man Frischwasser. Und es wird alles abgespült und läuft in den Grauwassertank. Und das macht alles diese Box. Super. Hier kann man die Temperatur noch einstellen, auf 0,5 Grad genau. Oh, schön. Hast du toll gemacht, hä? Und Messe ist fertig, jetzt geht's wieder raus aus dem Messegelände. So, Messe ist vorbei. Wir haben Montag, es regnet und wir standen hier noch, ja, mit verschiedenen Campern auch, hatten gestern Abend schöne Gemeinschaft zusammen und jetzt gehen alle ihre Wege. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Überblick über die Messe und es war richtig toll da. Aber jetzt geht's weiter. Ab jetzt bin ich in der Schweiz und es kommen aber noch ein paar Videos von der Türkei und weiter von der Reise, weil ich halt ein bisschen hinterher bin. Aber dann kriegt ihr wenigstens noch ein bisschen Videofutter. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und tschüss.